Guten Abend aus dem Salzburg-Heute-Studio. Wir starten gleich mit diesen Themen. Eisenbahnbetreiber werben für Umstieg von Auto auf Schiene. Ärger und Verwirrung um Maskenpflicht für Ungeimpfte. Salzburger Nachwuchsband Please Madam präsentiert neues Album. Salzburg heute mit Conny Deutsch. Wie bringt man Reisende dazu, vom Auto in den Zug umzusteigen? Man muss die Alternative bewerben und auch Defizite aufzeigen, die bisher die Menschen vom Zugfahren abgehalten haben. Genau das machen gerade 40 europäische Eisenbahnbetreiber mit einem Werbezug am Salzburger Hauptbahnhof. Passend zu den jüngsten Negativschlagzeilen, das Bundesland Salzburg war ja im Sommer österreichweit Spitzenreiter bei Staus auf den Autobahnen. Es möge ein gutes Zeichen sein, gleich 10 Minuten vor der geplanten Ankunft in Salzburg überrascht der Connecting Europe Express Eisenbahner, Politik und Medienvertreter am Bahnsteig gleichermaßen. Sehen sich die 40 europäischen Bahnbetreiber doch vor der Herkulesaufgabe, möglichst viele Menschen zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen. Nicht nur die Pendlerinnen und Pendler, sondern auch im Tourismusverkehr den Zug zu nützen. Wir haben gute Kooperationen mit den einzelnen Tourismusverbänden, um auch den Urlauberinnen und Urlauber am Zielort weiterhin Mobilität zu gewährleisten. Ich glaube, das ist wichtig und auch verständlich. Das können wir tun. Auf europäischer Ebene ist wichtig, dass wir weiter an der Harmonisierung des europäischen Bahnsystems arbeiten. Wir haben noch sehr viele nationale technische Unterschiede, die sukzessive abgebaut werden und abgebaut werden müssen, damit es letztendlich so einfach ist, einen Zug durch Europa zu fahren, wie es bereits heute möglich ist, einen Lkw oder Bus durch Europa zu fahren. Die EU unterstützt die Harmonisierung der unterschiedlichen Spurweiten, Stromspannungen oder Signale nach Kräften. Zeichnet sich die Eisenbahn doch unter allen Verkehrsmitteln mit gerade einmal 0,4% der Treibhausgasemission besonders aus. Austria should be very proud of its railway systems. Österreich kann auf sein Bahnsystem stolz sein, aber wir haben das Ziel noch nicht erreicht, internationale Hindernisse zwischen den Bahngesellschaften abzubauen. Dieser Zug kommt als rollendes Labor direkt aus Lissabon und zeigt, dass das geht. Aber wenn man schnell und ohne Zwischenhalte fahren will, müssen wir noch etliche Hürden überwinden. Wir wollen künftig Passagiere und Fracht von der Straße auf die Schiene verlagern, um Kohlendioxid zu vermeiden. Die EU-Kommission verlangt daher inzwischen auch Gebühren für den Ausstoß von Kohlendioxid. Weil sich die Mehrheit der Reisenden aber bloß mit Werbung und verbesserten Angeboten nicht zum Umsteigen bewegen lassen wird, ist auch die Politik gefordert. Wir haben viele Möglichkeiten. Allen voran ist es jetzt einmal wichtig, dass wir in die Gänge kommen und nicht nur beschränkende Maßnahmen einführen im Sinne der Abfahrtsperren oder eines Dosiersystems, sondern dass man einfach auch wirklich die Schiene so attraktiv macht, dass sie für die Menschen letztendlich eine Alternative bietet. Das hat mit dem Preis zu tun, hat mit dem Angebot zu tun und da fallen mir doch einige Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes ein, wo wir ansetzen können. Obwohl Salzburg hier österreichweit mit der Landesförderung für Schienengüterverkehr bereits Vorreiter ist, müssen Bahnreisen noch generell günstiger werden. In Österreich, aber darüber hinaus, braucht es Kostenwahrheit im Verkehr, damit letztendlich jeder Verkehrsträger die Kosten trägt, die er auch verursacht. Auf seiner Fahrt durch 26 EU-Länder will der Connecting Europe Express bis zur Ankunft in Paris am 7. Oktober noch kräftig die Werbetrommel für den Umstieg auf die Eisenbahn rühren. Ein Stück der neuen 380 kV Stromautobahn zwischen Golling und Werfen ist fast fertig. Bis November soll die Baustelle am Pass Lueck abgeschlossen sein. Der Errichter, die Austrian Power Grid, kurz APG, spricht von einer Schlüsselstelle für die neue Freileitung. Auch mit dem Gesamtprojekt liege man absolut im Zeitplan. Die 380 kV-Leitung soll 2025 in Betrieb gehen. Es sind die letzten Arbeitsschritte an der neuen Leitung im Bereich des Pass Lueck. Die Arbeiter montieren mit einem eigenen Wagen Abstandshalter, damit es keine Reibungsschäden an den einzelnen Leiterseilen gibt. Die Arbeiten in schwindelerregender Höhe werden von Osttiroler Spezialisten durchgeführt. Es wird mit der Zeit zur Routine. Das ist am Anfang schon. Es ist nicht jeder Mann gemacht dafür, für die Arbeit. Es gibt mehr, was für das sein, die anderen für das, wie es halt überall so ist. Aber eigentlich nach 1-2 Wochen sieht man eigentlich, wer wirklich für die Arbeit da ist. Und da trennt sich dann schon das eine vom anderen.
Die Arbeiten am Pass Lueck sind herausfordernd. Das Gelände ist hier schwierig, hinzu kommt die naheliegende Autobahn und die Eisenbahnstrecke. Die APG spricht beim Teilstück Pass Lueck von einer Schlüsselstelle. Deswegen, weil hier im Bereich Pass Lueck eine 110 kV-Leitung der Salzburg-Netz mitgeführt wird. Und diese Leitung ist natürlich jetzt vom Netz genommen und muss aber im Dezember wieder ans Netz gehen. Daher muss das auch rechtzeitig alles über die Bühne gehen und wir liegen aber im Plan und es wird auch so funktionieren. Und diese Leitung wird im Dezember ans Netz gehen und die ist sehr wichtig auch für die Versorgung in Salzburg. Insgesamt sind derzeit 40 Firmen an 6 Standorten in Salzburg mit den Arbeiten an der 380 kV-Leitung beschäftigt. Es sind ungefähr 150 Masten jetzt schon errichtet. Bis zum Jahresende sollen es ungefähr die Hälfte aller Masten sein, die dann fertig sind. Bis 2025 sollen alle Bauabschnitte fertig sein und die Freileitung soll dann gemäß des Zeitplanes in Betrieb gehen können, heißt es von der APG. Daran würden auch die noch laufenden Enteignungsverfahren gegen Grundstückseigentümer im Tennengau und Flachgau nichts ändern. Wo die Bescheide ausständig sind und wo auch die Dinge rechtlich gesehen für die Projektbetreiber wirklich im Argen liegen. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass das noch einige Zeit dauern wird. Daher, ob das 2025 fertig werden wird, weiß ich nicht. Ich glaube, man wird es am Ende bauen, aber gegessen ist das Thema sicher noch nicht. Die Initiative Verkabeln will nun verstärkt auf Lobbyismus statt Protest setzen. Künftig wollen sie gemeinsam mit anderen Vereinen Politiker zu nachhaltigeren Planungen bewegen. Nächste Woche haben sie dafür eine Kundgebung geplant. 10 Personen müssen in Salzburg aktuell wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden. Dazu weist Salzburg derzeit mit 180 den zweitschlechtesten Wert bei der 7-Tage-Inzidenz in ganz Österreich auf. Um die Intensivstationen aber eben nicht zu überlasten, hat gestern die Bundesregierung einen Stufenplan zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen präsentiert. Demzufolge muss jeder, der nicht geimpft ist, ab nächsten Mittwoch beim Einkaufen wieder FFP2-Maske tragen. Die Frage, wer soll das kontrollieren, löst heute auch bei uns eine Debatte aus, zeigt ein Salzburg heute. Lokalhockenschein. Der Europark heute Nachmittag. Dass ab kommendem Mittwoch beim Einkaufen wieder eine strengere Maskenpflicht gilt, das ist hier den meisten Kunden heute schon bewusst. Die Meinungen darüber sind freilich sehr geteilt. Ich finde es grundsätzlich eine sehr einfache Maßnahme, die man umsetzen kann. Und ich glaube, dass das eine der leichtesten Möglichkeiten ist, um auch dieses Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Und deswegen befürworte ich das dementsprechend. Ja. Man wird in Klassen versetzt, der ist geimpft, der ist nicht geimpft. Und was soll, wenn wir die Maskenpflicht haben, dann für jeden. Die Zahlen steigen. Und bevor wir wieder in den Lockdown gehen und die Schulen vielleicht wieder zusperren, steigen wir lieber wieder auf die FFP2-Masken um. Die gehört dazu, weil das vergeht nicht so schnell. Das dauert sicher ein paar Jahre noch. Also meine Meinung. Da kommt ja keiner mehr mit, was wir da für Verordnungen haben. Nächsten Tag haben es wieder andere und übernächsten Tag haben es wieder andere. Das ist schon lächerlich. Ja, gut finde ich das. Weil wenn sie so viele Leute nicht impfen lassen, finde ich das okay, weil man ja nicht weiß, wie schnell das mal angesteckt wird oder was. Bei den Geschäften im Europark war als erste Reaktion auf die neuen Bestimmungen heute eine Mischung aus Verunsicherung und Ratlosigkeit zu vernehmen. Nicht zuletzt darüber, wer das Ganze dann im Detail wie kontrollieren soll. Die Details, wie wir es machen werden, sind jetzt noch überhaupt nicht klar. Es muss zuerst die Verordnung geben, in der das auch drinnen steht, weil dort stehen vielleicht auch dann Details drinnen. Das wissen wir derzeit noch nicht, da kann ich nicht vorgreifen. Grundsätzlich geschehen diese Kontrollen im Rahmen des Streifendienstes auf Ersuchen der Gesundheitsbehörden oder auf Anzeige von Privatpersonen. Unverhohlene Kritik war heute vor allem von selbstständigen Einzelhändlern zu hören, so etwa vom Betreiber dieses alteingesessenen Spielwarengeschäfts in der Stadt Salzburg. Na, also wieder eine irgendwie Aktion, die Regierung, glaube ich, weiß hinten und vorne schon immer, was sie tun soll. Ja, weil bei mir kommen jetzt schon Kunden, die wissen nicht, braucht man sie nicht, die Maske, welcher Maske. Ja, also es wird jeder nur mehr verunsichert. Jetzt warten jedenfalls alle gespannt darauf, wie die Verordnung zu den neuen Maskenbestimmungen dann im Detail aussehen wird.
Und eine Frage bleibt noch, wird die Gesellschaft jetzt noch weiter auseinander dividiert in Geimpfte und Ungeimpfte? Darüber diskutieren wir morgen in der Radiosendung Mittagszeit ab 13 Uhr in Radio Salzburg. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat Anklage gegen eine international tätige Drogenbande erhoben. Es handelt sich um Frauen und Männer im Alter zwischen 27 und 53 Jahren mit arabischen bzw. libanesischen Wurzeln. Die Beschuldigten sollen von einer Bürmoser Pizzeria aus fast 14 Millionen Tabletten nach Saudi-Arabien verschickt haben. Einzelheiten jetzt in unseren Meldungen des Tages. Seit mindestens 2016 sollen sich drei Frauen und 11 Männer dem Handel mit dem Aufputschmittel Captagon verschrieben haben. Laut Staatsanwaltschaft haben die teilweise miteinander verwandten Beschuldigten fast 14 Millionen der kleinen Tabletten aus dem Libanon über Belgien und Deutschland nach Österreich geschmuggelt. Die Drogen haben sie in einer Pizzeria in Bürmoos in Industriewäschetrockner, Waschmaschinen und Pizzaöfen versteckt und die Geräte dann nach Saudi-Arabien verschifft. Captagon ist dort ein beliebtes Suchtmittel, auch bekannt als Dschihadistendroge. Die Volksschule Leopoldskron bekommt einen Anbau für die Tagesbetreuung um mehr als 3 Millionen Euro. Bisher steht nur die alte Hausmeisterwohnung mit 60 Quadratmeter dafür zur Verfügung. In rund einem Jahr soll mit dem Ausbau begonnen werden. Und die Volks- und Mittelschule Nonntal bekommt eine neue Turnhalle und ein neues Gebäude für die Tagesbetreuung, Kostenpunkt 10 Millionen Euro. Der Kulturausschuss der Stadt Salzburg hat am Nachmittag grünes Licht für die 2 Millionen schweren Schulbauprojekte gegeben. 30 Jahre Literaturhaus Salzburg. Dieses Jubiläum begehen die Salzburger Literaturvereine mit einer eigenen Festwoche im Oktober. Laut Literaturhauschef Thomas Friedmann wird es neben Lesungen, Gesprächen und Musik auch kabarettistische Einlagen geben, unter anderem von Kurt Palm. Insgesamt bietet das Literaturhaus Salzburg in diesem Herbst mehr als 100 Veranstaltungen, bei denen die 3G-Regel gilt. Ein Radrennen vom Salzburger Kapitelplatz hinauf in den Innenhof der Festung Hohensalzburg. Das hat es noch nie gegeben bis heute Nachmittag. City Hill Climb heißt diese Mischung aus Sport und Spektakel. Profis und Amateure waren zugelassen. Den Sieg in der Eliteklasse hat sich vor wenigen Minuten Daniel Federspiel geholt, ehemaliger Weltmeister auf dem Mountainbike, heute aber auf dem Rennrad unterwegs. Und die schnellste Dame war ebenfalls eine Österreicherin, Carina Schrempf. Wir haben uns die Premiere natürlich angeschaut. Eine Premiere mit durchaus beeindruckenden Bildern. 900 Meter ist sie lang, die Strecke, 120 Höhenmeter sind zu bewältigen. Die letzten davon sind die Schlüsselstelle. Mit 33% Steigung auf Schotter geht's vom Sperrbogen Richtung Ziel. Gefahren wird in kleinen Gruppen und im K.O.-System. Die Schnellsten steigen auf. Und nur zur Erklärung, aufgrund der Steilheit und des Untergrundes kann hier nur im Sitzen gefahren werden. Im Stehen würde sofort das Hinterrad durchdrehen. Der Vertrag mit Salzburg läuft einmal auf 3 Jahre. Bereits nächstes Jahr soll es aber auch in anderen österreichischen Städten und in der Folge vielleicht sogar in ganz Europa solche Rennen geben. Die Idee ist, wenn man es vergleicht mit der Parallelslalom im Skifahren, man geht zu den Menschen. Man sieht es ja auch bei den Profi-Radkriterien, die sind alle in der Stadt, da gibt es Zuschauer. Und das ist, glaube ich, die Idee. Spannender Wettkampf, nicht so lang. Und Zuschauer sind dort, wo wir hingehen. Mehr als 100 mutige Damen und Herren, Amateure wie Profis, haben in unterschiedlichen Klassen dieses Abenteuer heute in Angriff genommen, auf Rennrädern oder Mountainbikes, und sich raufgekämpft auf die Festung. Ja, mehr als brutal. Also ich bin schon einige Rennen gefahren. Aber hier rauf, die Geschwindigkeit, die du am Anfang halten musst, und dann nachher in den Schotter kommst und alles nur noch durchdreht, das ist ein Wahnsinn. Das kannst du mit keinem Rennen vergleichen, also keines, was ich zumindest kenne. Da war es natürlich ein geiles Gefühl, dass du jetzt herum bist, dass da Zuschauer dazu jubeln, das ist schon ein gescheiter geiles Gefühl. Dem Publikum hat sie jedenfalls gefallen, die Schinderei. Durch das, dass man eigentlich mit einem Rennrad, mit so einer Übersetzung da eigentlich auffahren kann, ohne dass man eigentlich aus die Pedale rauskippt, ja, sag ich mal. Und wir haben schon gesehen, die sind da eigentlich nur mit Sandalen unterwegs, ja, also haben nicht einmal Clips, also sensationell eigentlich. Atmosphäre ist da, das Wetter passt heute. Ideal. Kann nicht besser sein. Ja. Aber Zach ist. Jeder schafft es nicht auf. Übrigens fast genauso kompliziert wie das Rauffahren, war heute das Runterfahren. 33% Steigung sind im umgekehrten Fall nämlich dann noch 33% Gefälle. Zach.
Jede Menge Gesellschaftskritik, die wütend macht, verpackt in Musik, die ins Ohr geht. Nach 2,5 Jahren Pause präsentiert die Salzburger Nachwuchsband Please Madam ihr drittes Album Angry Girls, Angry Boys. Was die Musiker denn so aufregt, das haben sie im Schloss Leopoldskron hören lassen. Klimawandel, Rassismus und unfähige Politik, alles was die Band Please Madam zu Angry Boys macht, hat Melodien und Texte gefunden. In 13 Songs präsentiert die Band ihre Gefühlswelt der letzten 2,5 Jahre. Ich glaube, dass wir jetzt ein Album geschrieben haben, das unbewusst wahnsinnig gut in die Zeit passt. Wir haben das Album zwar begonnen vor diesem ganzen Pandemie-Geschichtel da, aber ich glaube, dass momentan extrem viele Leute wütend sind. Gerade wenn wir über Pandemie reden, gerade in der jetzigen Phase vielleicht da. Die hat auch ihren Platz in Talk the Other Way gefunden. Weil da geht es einfach um Schlafstörungen, um eben dieses Hadern mit sich selber, um diesen Druck, den man oft mehr hat als Mit-20er oder halt als junger Mensch oder keine Ahnung, man muss nicht einmal jung sein für diesen Druck, den man sich selbst macht oder den auch die Gesellschaft irgendwie einem auferlegt. Produziert hat die Band in der Zeit der Lockdowns auch jede Menge Musikvideos wie in der Ode an Feminismus Mary Ann, wo auch ihre Schwestern die Band übernehmen. Das sind nicht wir, die erzählen müssen, sondern eben Frauen, starke Frauen oder generell Frauen einfach, die solche Geschichten erzählen müssen. Und unsere 4 Schwestern waren da die besten Ansprechpartnerinnen. Dabei hat die Band nicht nur komponiert, sondern auch ihr eigenes Bier gebraut. Grundsätzlich war es so, dass wir uns das Album zusammen mit eben diesen Braumeister angehört haben und gesagt haben, okay, wie klingt das und was sind das für Adjektive, die man dann vielleicht einen Geschmack umbauen können. Also zum Beispiel irgendwie süß, süßlich, leichtgängig oder solche Dinge. Und das war uns dann wichtig, okay, das auch in Biersprache zu übersetzen. Und uns schmeckt es wahnsinnig gut. Live wird die Band ihr Album das nächste Mal bei Rock im Tal am 11. September spielen. Und zwar übermorgen eben in Niederösterreich. Der nächste Salzburg-Termin steht auch schon fest, 5. November im Rockhaus. Ich darf Ihnen jetzt noch einen spätsommerlichen Abend wünschen. Auf Wiedersehen, bis morgen.